Stopp. Stopp! Sonst kriegst du gleich einen auf die Schnauze! Wer macht die Ansage? Niemand? Niemand, der Frosch! Wo seid ihr denn, ihr Fotzen? Das hast jetzt aber du gesagt. Das ist dümmstellig gewesen. Was ist das? Eine Rassel eigentlich? Ja. Was ist das für eine Puppe? So eine? Hi. Hallo! Wir sind wie immer super vorbereitet, ihr habt das schon gemerkt. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Bears Gaming. Ich bin immer noch Barney. Ich bin immer noch Max. Und diesmal stimmt's sogar. Ja. Und heute haben wir die Ehre und dürfen unser 500 Apo Red Special aufnehmen. Ja. Oder wie es bei mir im Kalender im Handy steht. 500 Abo Spezial plus Weckling gleich 5 Euro Mittagsangebot. Wir dachten uns, zum Anlass des 516 Abonnenten-Specials schauen wir heute mal in unseren alten Scheißdreck rein. So, auf jeden Fall, wir haben angefangen mit Goof Troop und ich würde sagen, wir gucken jetzt in das allererste Video von uns beiden rein. Damals noch ohne Facecam. Ja, da könnte ich mir gleich am Anfang schon in die Fresse hauen, weil ich schon weiß, was da für ein Scheiß daher schwimmt. Ich weiß schon nicht mehr. So, herzlich willkommen zum ersten Let's Play Goof Troop von Bears Gaming. Ich bin Barney. Und ich bin Max. Und ja, es hört sich halt an, als würden wir einfach in der Lagerhalle sitzen. Gell, womit wir beide gute Kindheitserinnerungen, oder woran wir beide gute Kindheitserinnerungen. Wenn du es fragst, kommt. Also das Video geht jetzt noch nicht mal eine Minute. Ja. Und ich habe schon keinen Bock mehr drauf. Der Unterhalter sagt, er ist brutal gut. Früher war es immer noch so, ich habe die Videos geschnitten und hab sie hochgeladen und Max hat sie dann betitelt und die Beschreibung die gemacht und so. Also alles ja. Dieses. Ich habe das ganze Online-Geschäft gemacht und du hast das Zeug geschnitten eigentlich. Ich habe auch meine Aufnahmen einfach mit einer Festplatte dann hierher gebracht und er hat sie geschnitten. Genau. Wobei die Let's Plays ja meiner Meinung nach noch One-Take aufgenommen sind. Ich wollte sagen, das ist einfach nur das Intro und die Endcard hinten vorne und tschüss. Da hast du mich, glaube ich, einfach angeschrieben oder sogar die Sprachnachricht aufgenommen, was ich da gesagt habe oder irgendwas war da. Ja, wo ich das betitelt habe. Ja. Weil da hat es dich verrissen wohl. Oder was war das? Ja, vor allem, ich musste mir den ganzen Cast dann immer noch komplett durchgucken, den der gemacht hat oder den wir gemacht haben. Ja, um den Titel zu finden. Einfach, dass ich mir einen Titel raussuchen kann oder irgendwas dazu rausfinde. Und da habe ich am Ende gedacht, das kann nicht sein Ernst sein. Das kann einfach nicht sein Ernst sein. Also, wir hören mal kurz rein und dann vielleicht sagt man dazu noch zwei Worte oder so. Es hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute. Schaut gespannt zu, was wir noch alles für nette Retro-Games raushauen. Hier bei Bears Gaming. Ich bin Gräfin Mia, a.k.a. Barney. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Abo da. Abu Dhabi. Abo. Lasst ein Abo Dhabi. Und macht's gut. Hey, du könntest ja eine einfach original in einem Teleshopping-Kanal machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und auf Bibel TV oder so spürt ihr die Kraft dieser Steine. Sie reinigen eure Seelen. Bestellt sie jetzt. Die Endcard, ey. Oh, was mir gerade auffällt. Über Feedback. Wir haben uns ewig lang Gedanken gemacht über eine mordsgestaltete Endcard hier mit, wenn man auf zurück liegt, kommt man zum nächsten Part, dass man dann eben zurück und vorspulen konnte. Und ja, auf jeden Fall war das meine spannende Absage von dem Let's Play von Die Fugger 2. Oh, ich war International Superstar Soccer. Ich hab's nur im Augenwinkel gesehen. Oh! Weg mit dem Ding! Ich rutsch nur drum. Weg mit dem Ding! Hey! Komm her, du De Groot! Ach, du hast den Ball! Ich bin De Groot! Weil das so heißt. De Groot. Jetzt! Oh! Den Abpraller nicht verwerten können! Oh Gott! Jetzt! Spiel nein! Komm! Und! Nein! Ich hab den Typ angeköpft! Oh. Ich bin dick.
Sprachwissen ist nicht so gut wie mich und er kann nicht so gut sprechen wie mich und dich. Seine Wörter sind begrenzt auf ich und bin und The Groot in der Reihenfolge. Und auch nur ausschließlich in der Reihenfolge. Ach, daneben. Das war ich nicht, das kam von alleine. Ich weiß das nicht, das kommt von alleine. Wo war denn das Gewitter letzte Nacht? In Bochum. Was? Saarbrücken? Schreit er da rum. Ja, emotional war es schon immer in den Videos. Das jetzt mit Facecam wäre wahrscheinlich noch witziger gewesen. Das wäre wahrscheinlich auf jeden Fall, das hätte was getaugt, ja. Aber wenn ich mir überlege, selbst das hätte ich wahrscheinlich mittlerweile gut zusammengeschnitten. Oha, those effects. Dieses Intro. Hauptsache nur der Rahmen drumherum, gell? Ich frage mich auch gerade, was habe ich mir dabei gedacht? Wir könnten es auf die Bildschirmgröße anpassen. Die Schrift kann man auch mega gut lesen auf diesem sehr gruseligen Kürbel. Jack-O-Lantern. Clipart. Moinsen, Leute! wie ihr sehen könnt, seht ihr mich und ich sehe euch nicht. Aber das soll uns nicht Alter, wie schlecht denn, ist das denn, heute. Vor allem, was ist das? Window, ein Rahmen drumherum. Was ist mit dir gewesen da? Was hast du denn da gemacht? Hey, ich glaube, ich habe ewig gebraucht, bis ich das überhaupt zum Aufnehmen gekriegt habe. Weil das Problem war, wir hatten kein OBS. Ja, damals habe ich Fraps. Ja. Und mit Fraps war das ein riesen Geficke, dieses Stimmt. Scheiß hin zum Laufen zu kriegen. Wir hatten eine Sicherungskopie von Fraps. Und es war ja auch nicht gut. Aber es hat seinen Zweck damals. Es war da! Ja. Und irgendwann verschrecke ich wirklich extrem. Ja. So witzig es auch ist, ich habe einmal total abgefuckt. Du witzig es auch ist? Es hat sich nicht viel geändert in meinem. Für heute. Ich bin total. Und ich habe voll asynchron. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich habe einen Arm! Oder ob es. Seht ihr das? Ich hab ohne Scheiß Gänsehaut. Ich hab ohne Scheiß Gänsehaut, Leute. Ja, das sieht man, wie abgebrüht ich bin. Sorry. Oh, fuck, Alter. Hab ich jetzt echt verloren? Was tut das so? Euch diese Fresse wirklich tatsächlich 20 Minuten lang angetan hat. Chapeau. Macht... Chapeau? Ja, ich gratuliere irgendwie den Zuschauern, dass sie 20 Minuten meine Fresse ertragen. Max hat dann nämlich einfach das richtig, hier gespielt. Ich habe richtig auf die Kacke gehauen. Ich habe einfach das härteste Spiel der Erde gesucht. Was zum Teufel ist mit diesem Internet? Aber jetzt. Da kommt's. Das Beste ist einfach die Ladezeit. Das Beste war was? Die Kür am Ende. Ach ja. Das ist das Beste von dem ganzen Spiel. Er hat nämlich hier das gespielt. Gut, dass du einen Titel eingeblendet hast irgendwo. Deine Anspielung mit auf Unity Media und so weiter. Jetzt zeigt mal her, euer Gehampel. Hat ich da mal ach. Aufwendig. Mir soll mal einer zeigen, wer einem Schwein, einem transsexuellen Schwein und einem transsexuellen Igel eine bessere Ballettaufführung beigebracht hat, wie meiner einer jetzt hier. Wahrscheinlich jedes sechsjährige Mädchen. Ja. Okay, aber ich glaube, wir haben genug gesehen. Ja. Das war auf jeden Fall wirklich gruselig. Hi. Hi. Der zündet auf jeden Fall brutal. Bomberman war auch klasse. Ja, Bomberman war auch gut und da haben wir auch kräftig verloren. Ja, eigentlich durchgehend haben wir da verloren. Ja, wir waren so schlecht. Und Super Tennis haben wir auch gut auf die Mütze gekriegt immer. Ja, ich vor allem. Jetzt kurz zur Umfrage. Hättet ihr mal wieder Bock, dass wir irgend so einen alten Retro-Scheiß in unserem neuen Stil spielen, sag ich mal, dann stimmt mal hier in der Infokarte kurz dafür ab. Die Titel vom Adventskalender sind auch einfach der Überschritt. Und weil der Barney, dieses Rindsviech, irgendwann mal Videos hochgeladen hat und sie nicht auf privat gestellt hat, sondern auf öffentlich über Nacht, ja, musste ich danach alles von Hand veröffentlichen und wieder umplanen, ja, weil es nicht mehr dann ging. War es nicht mehr planbar. Du konntest es nicht mehr planen einfach.
ich habe mir da mit dem Adventskalender, mit dem Thumb vor allem, ja, Scheiß, echt einen abgefickt, weil an jedem Tag öffnet sich ein neues Super Mario Kästchen und ein neuer Super Mario Charakter schlüpft raus, sag ich mal. Hä? Ich bin Snailbob 6 Winter. Hallo und herzlich willkommen bei Snailbob 6. Vor allem bin ich Snailbob 6. Winter Story. Ich bin Barn. Gib mir deinen Klump. Grüße gehen raus an Quietsch. Was auch immer er da schon wieder geraucht hat. Hast du noch irgendein Highlight, das man sagen? Oh, mein Timelapse Night Sky Test. Den habt ihr alle noch gar nicht gesehen, weil das eigentlich echt nur ein Test war von meiner Geburtstagskamera. Also, gucken wir mal rein. Ab da kam gerade das Thumbnail vom Weihnachtskalender. Sieht man das überhaupt? Dass sich die Sterne bewegen? Ah, da war ein Flug. Geht nur 10 Sekunden, aber war halt zum Kamera ausprobieren. Würde ich mal testen. Usalalala! Uala salalala! Ja. Das ist übrigens auch echt eine geile Stelle in dem Video eigentlich, gell? Wo ist sie denn? Uala salalala! Ja, es hat noch gereicht. Oh. Ach, fliegen die Eier, nicht fliegen die Eier. Da fliegen Eier, da fliegen Eier! Fliegende Eier! Ja, so. Das gleiche als bei Goof Troop am Ende auch. Da weiß ich es auch noch, ja. Hey, Paul, ich spreche hier mit Warnung. Aha. Lalalalalaka! Okay, der hat einen Haar. Lalalalalaka! So, ich würde trotzdem behaupten, ihr habt einen Eindruck bekommen, was wir in dem Jahr YouTube so geändert haben und gelernt haben vor allem. Auf dem Weg, da es ja auch unser 500 Abonnenten-Special / ein Jahres-Special sozusagen ist, müssen wir uns natürlich bei euch bedanken für die mega geile Unterstützung und auch in letzter Zeit immer krasser werdende Unterstützung, was unsere Videos angeht. Man hat auch in dem Jahr jetzt echt einen Haufen coole Leute kennengelernt eigentlich. Das auf so, jeden ne? Fall, ja. Ja, jetzt könnten wir was verlosen bei 500, oder? Ja, wie wär's mit Watch Dogs 2? Ich habe auch schon eine Idee, wie. Okay. Es gibt in unserem ersten Let's Play eine Stelle, da kommen wir an ein Rätsel. Wir beißen uns an dem Part übel die Zähne aus an diesem Rätsel. Jetzt schreibt ihr in die Kommentare, haben wir das Rätsel selber gelöst oder haben wir gecheatet? Es ist kein Schnitt im Video. Also überlegt euch genau, ob ihr uns für klug genug haltet, dass wir das selber rausgefunden haben oder ob wir es gecheatet haben. Wie gesagt, es ist kein Schnitt im Video. Guckt es euch an, schreibt unten rein, gecheatet oder selber gelöst. Und unter den richtigen Antworten verlosen wir einen Watch Dogs 2 Key, den unser guter Barney bekommen hat, weil er als Synchronsprecher für Watch Dogs sich beworben hat und unter die letzten 12? Ja, irgendwie. Also er war auf jeden Fall in der letzten Ausscheidung, ist dann nicht er war im Halbfinale. Er ist dann nicht in die finale Auswahl gekommen, aber ins Halbfinale und dafür hat er einen Key bekommen und den geben wir jetzt an euch weiter. Genau. Für PC natürlich, ja. Für den PC. Ich verlinke es einfach da oben nochmal in die Infokarte. Verlinke es oben, ansonsten Lirum Larum Löffelstiel, wer das nicht kann, der kann nicht viel. Man könnte vielleicht jetzt noch kurz so sagen, was bringt die Zukunft hier auf diesem Channel? Gibt es Formatideen? Gibt es Pläne, was ansteht? Ich will ein bisschen was ausprobieren. Ich habe inzwischen so viele Keys für kleine Games und für Games, die, glaube ich, vom Anschauen her echt Rotze sind, dass ich gern so ein kleines Review angezockt, keine Ahnung, im Prinzip wie ein Shorty, die es bei uns schon gibt, aber ich würde es echt gern so mit ein bisschen mit Bewertung am Ende dann machen. Mal gucken, wie die Games denn so sind, die wir da die ganze Zeit zugeschickt kriegen. Ich glaube, da ist schon echt viel lustige Scheiße dabei. Du bist ja jetzt gerade mit Wenn Bilder sprechen könnten im Gespräch. Ich versuche halt immer mehr meine Zuschauer aktiv mit in meine Videos irgendwie mit einzubinden, weil ich selber das cool finde, wenn man irgendwie mitmachen kann. Und deswegen versuche ich gerade Formate zu machen, wie jetzt eben WBSK, wo ihr mir auf Twitter eben Bilder schicken könnt. Ihr schickt mir was oder ihr zeigt mir was oder schreibt mir was in den Kommentaren, wie auch immer. Und das verwende ich dann. Irgendwas so Mitmach-Formate halt. Da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass ihr Fragen an uns stellt. Das macht zum Beispiel der liebe Knautschel.
ganz schön kräftig, aber ich kann nicht nur Fragen vom Knautschel nehmen hier. Ja. Der fragt nämlich alles und das ist eigentlich aber auch cool. Schreibt uns ruhig, wenn ihr irgendwas über uns wissen wollt, so wie der Knautschel. Schreibt es unter irgendein Video, wir sammeln die Sachen. Und dann wird das so gemacht. Sonst kriegen wir ein riesengroßes Problem. Das sage ich dir gleich. Also, in dem Sinne, das ist der Max. Macht weiter so, empfehlt und liked und kommentiert unsere Scheiße, dass wir zufrieden sind. Genau. Auch wenn es euch nicht gefällt. Ja. Schreibt hin, dass es scheiße ist. Nee, lasst das mal. Da kann ich nachts immer nicht so gut schlafen. Ein Dislike, schlechte Nacht. Ich bringe immer die Videos, die für Gesprächsstoff sorgen, wie Hashtag Danke Merkel oder Justice for Harambe. Da finden sich gerne mal Hater. Max übernimmt dann die Hater-Kommentare und diskutiert mit denen und ich amüsiere mich dann drüber. Da habe ich meinen Heidenspaß. Vor allem, wenn so bei diesem Danke-Merkel-Video, da sind es meistens ja AfD-Wähler und Rechte. Die mögen wir besonders. Mit denen habe ich es am allerliebsten. Wenn mir die kommen, da zack, da ist mein Tag gleich geil. Weil da kann ich so, da kann ich gleich richtig loslegen, Junge. Dann, boah, das ist dann mein Ding. So ein eine Hand wäscht die andere Geschäfte. Ein bisschen. Das war noch der kleine Insider am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, falls es euch gefallen hat, dann lasst uns doch noch ein Like da und teilt und liked und kommentiert. Und am besten liked ihr dreimal, weil zweimal liken ist scheiße. Und ein Abo. Vielen Dank. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Danke, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Das sollte eigentlich jetzt eine Endcard kommen, aber als echte Schwaber haben wir uns die natürlich gespart. Ich glaub, den Abo-Button findest du auch so, ohne unsere Hilfe, oder? Danke dir recht schön, gell?